Na, Schwie, kannst du mich besuchen? Wie besuchen? Wen komm ich besuchen? Mich? Nee. Du gerade bei mir bist. Bin ich nicht. Bibo, was machst du da? Was? Heißt du Bibo? Was ist denn der überhaupt? Ist noch? Keine Ahnung. Ich frag mich nur, was der Bibo macht. Der ist so still. Der Blödsinn. Der hackt irgendwas aus. Ja, ja. Niemand. Das Gefühl habe ich auch, dass der irgendwas aushackt. Ich sehe nur, dass er irgendwie in der Luft eine Wand reinbaut. Also, einen Boden. Das passt aber gar nicht zum Berg, Fräulein. Wo ist denn eigentlich jetzt? Soll ja auch nicht, das ist hier, ich bin hier am Dings hier, wegen den Baumstamm hier, Bäume erfällen. Bäume erfällen? Ja, und ich muss irgendwie da rüberkommen, ne? Fliegen kann ich ja nicht. Ich frage mich aber immer noch, wo es Snow ist. Der sieht schon Gespenster, weißt du? So, komm zum Beispiel so Chibi. Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, wen er da sieht. Ja, ich liege ja auch schon auf der Lauer, aber ich sehe auch noch keinen. Nee. Also zwei Schlafzimmer können auf jeden Fall einen Balkon haben, wenn sie Guck wollen. Guck mal hier, Bibo. Gehst du hier hin, gehst du hier hin, gehst du hier rauf und machst so. Toll, danke. Schön, dass ich das vorbereitet habe. Ja, bitteschön. Bitteschön. Der hat mit meinem Holz geklaut. Da stand kein Name drauf. Wette, da steht Chibi drauf. Ich glaube nicht. Ich will was essen. Was? Das muss weg. Weg, 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 weg. Hast du dir nichts zu essen mitgenommen für unterwegs? Doch, doch. Ey, das war mein Ausgucklicht hier. Jetzt hast du da eine Fackel oben im Baum drin. Dann macht ja alles kaputt. Ja, das passt ja nicht zum Berg. Nein, das passt nicht zum Berg, auf einmal so eine schwebende Wand. Nee, jetzt nicht, aber das ist hier Wegweiser für Snow, damit er den Weg findet. Da habe ich extra alles ausgeleuchtet. Der muss nur die Augen aufmachen, dann sieht er den Weg auch. Chibi. Hey? 2, 3. Ja, weißt du, Chibi und Snow, die finden sich immer ganz leicht am Geruch. Warte mal, was jetzt kommt. 3. Wow. Ja, wir haben beide halt so einen maskulinen Geruch, ne? Und weich werden. Das ist Testosteron, was du da riechst. Also für dumm labern würdet ihr ja echt. Und so. Oh, überdacht. Krass. Snow, bist du unter der Erde? Ach. Also machst du unseren... Jetzt, wo du sagst. Also machst du unseren hübschen Berg unter der Erde kaputt? Ja, ja, genau. Warum? Warum? Du bist kein Maulwurf, komm nach oben. Ich baue dir extra hier auch ein Schlafzimmer mit an. Ja, ich baue mir auch schon gerade eine Treppe da hoch. Der gönnt uns. Aber irgendwie. Weißt du, wir haben extra hier beim Hochgehen alles so schön fein säuberlich gelassen, so weißt du. Und der versaut's jetzt. Ich habe einen Weg von unserem Camp jetzt hierher gebaut. Das ist unter dem Berg. Das alte Camp ist Arsch. Ich hab was gesagt.
geschafft, eine Bahn zu bauen. Alles dich. Können wir da halt immer hin und her. Ich sieh ihn, er hat's geschafft. Yeah! Was brauche ich? Warte mal, eine Schaufel, ne? Ihr seht allgemein. Bibi baut eine Schaufel. Ja, es hat funktioniert. Weiß ja nicht, was Andreas nimmt, aber klingt ganz gut. Er nimmt sehr viel anscheinend. Bestimmt nicht billig. Wie war das? Ich hab nur die guten. Das wollte ich nicht. Brauche. Erde. Nee, ich bin hier kräftig am Suchen, was man hier als Dings nehmen könnte, hier für Kompost. Ich kann dir Erde geben, Kaffee. Ich will die weghaben hier. Das hier draußen wird in unser Werk. Krieg ich mal deinen Eimer? Der ist irgendwo in der Kiste. Oh, gefunden. Achso, die Kiste hier bei dem beim Ofen hier oben, ne? Das ist nur für Nahrung. Da kommt nur das alles, was Fressalien sind, rein. Oh, ein Ei. Und ein Nein, Hammer. Gib mir das Ei, Lecker, gib mir Hammer. Das Ei, gib mir das Ei, gib mir das Ei. Das ist da drin in der Kiste. Ich hab jetzt zwei Eier. Und da ist Erde drin. Das ist die Kiste mit Erde. Der Chibi hat kein Ei. Der Chibi hat kein Ei. Ja, du ihn sein Eier klaust. Das war ja meins. Das hab ich da nur reingetan. Das hatte ich ja extra so schön erstmal gelassen, dass das noch so einen leicht natürlichen Touch hatte. Aber das, was hier noch steht. So, noch was weg. So, dann baue ich jetzt ein Wasserfall. Steine hier rauskloppen, damit ich da Erde reinmachen kann. Die Kisten jetzt hier, ja, die müssen ja jetzt so stehen lassen. Erstmal, ja. Kannst du aber auch woanders hinpacken, musst halt nur dann wieder einsortieren, ne? Oder überhaupt sortieren. Was wirst du jetzt hier unterbauen eigentlich? Das hier wird unser Werkbereich. Öfen, Kisten, sowas. Wir werden sicherlich irgendwann nochmal ein richtiges Lager bauen, ne? Okay. Ah, ich lass das erstmal noch hier so schwebende Kiste sehen, doof aus. Was ist denn hier oben eine Kiste alles drin von mir? Groß ist eigentlich der Berg? Groß. Wieso hast du dich im Berg verlaufen? Erstmal so, ne? Ich glaube, hier drunter lässt sich arbeiten, oder? In welcher Kiste sind Steine? Hier nicht. Hier. Hier oben.